von der Region für die Region. Herzlich willkommen aus dem Kufstein-TV-Studio mit Blick auf die Festung. Ich bin Albin Winkler und das sind die Themen für diese Woche. Open House. Die Fachhochschule Kufstein öffnete ihre Türen für zukünftige Studenten. Menschenbilder. Eine Vernissage in Niederndorf rückte Menschen in den Mittelpunkt. Der Epser Wirtschaftstag. Im Vorfeld der großen Veranstaltung informierten die Initiatoren. Ein aussterbendes Handwerk. Keramiker Stefan Sagmeister über Leidenschaft und Berufung. Die FH Kufstein ist seit über 2 Jahrzehnten das Aushängeschild der Tiroler Schulen und genießt auch international einen hervorragenden Ruf. Beim Open House gewährte man angehenden Studenten abermals einen Einblick in den Alltag auf dem Campus. Vorher richten wir unseren Blick jedoch auf die Werbung. Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Hereinspaziert. Beim Open House Day der FH Kufstein konnten Wissbegierige einen Blick auf verschiedene Studiengänge werfen. Im Prinzip rollen wir den roten Teppich aus. Man kann Schnuppervorlesungen, man kann Informationen an den Messeständen sich holen, man kann Hausführungen mitmachen, wir machen eigene Führungen für unsere Labore, unsere Science Labs und man kann, wenn man möchte, auch die Cafeteria ausprobieren und schauen, ob der Kaffeegeschmack stimmt. Ein besonderes Merkmal ist das familiäre Umfeld und die zahlreichen Labore, wo Praxis gelebt wird. Für mich war immer das Ding, ich quatsche einfach wahnsinnig gern mit Leuten. Also das macht mir richtig Freude. Und habe dann mal ein paar Curricula durchgeschaut, bin dann eben auf Kommunikationsmanagement und Marketing eben gestoßen und muss jetzt sagen, es war eine sehr gute Entscheidung, dass ich gekommen bin. Also war eigentlich genau das, wonach ich gesucht habe damals. Wir fragten nach, was angehende Studenten und Studentinnen in die Festungsstadt treibt. Was mich an Kufstein reizt, ist, dass es so schön familiär ist, dass es nicht so anonym ist wie in Wien, wo Millionen von Leuten aneinander vorbeigehen. Und das gefällt mir am Kufstein. Ich bin aus Hamburg, deswegen habe ich mich sehr gefreut, hier in Kufstein zu sein und die Stadt kennenzulernen, das schöne Unigelände und die netten Menschen hier. Nicht nur Wissen wird vermittelt, auch viele attraktive Angebote abseits des Unterrichts werden geboten. 3D-Drucker, Sportangebote, eine wunderschöne Landschaft, die zum Wandern einlädt.
und vieles mehr. Wir sind eine kleine Hochschule und haben wirklich ganz guten Kontakt zu unseren Studierenden. Ich glaube, das ist so ein hauptausschlaggebender Punkt für die Studierenden. Dann haben wir ein Auslandssemester bei uns. Gerade für Vollzeitstudierende ist das so eins der Highlights auch während des Studiums. Und wir forschen, also wir sind wirklich aktiv, auch als Universität. Das ist was Masterstudierende bei uns sehr schätzen, dass wir eben auch ganz up-to-date sind. Je nach Studiengang gibt es zahlreiche Praxisprojekte und Labore für die Umsetzung von gelernter Theorie in die Praxis. Mit der FH verbinde ich ganz viel Spaß und ganz viel Praxis. Innovativ und sehr persönlich. Praxisorientiert und freundlich. Momentan studiere ich Master Data Science und Intelligent Analytics und ich glaube, mein Highlight in den letzten Jahren war einfach das, dass ich noch, ich glaube, einen Monat vom Studium schon mitgeredet habe bei allen anderen, die das schon jahrelang machen. Also in sehr kurzer Zeit sehr viel Knowledge Gaining, das war eigentlich so das Coolste. Für mich geht es jetzt dann nach Turku, nach Finnland. Ja, ich bin schon mega gespannt, einfach auch vor die Leute her, vor der Kultur. Und der Bildungsstandard dort ist natürlich auch mega super. Ja, also ich freue mich schon sehr. Auch dieses Jahr war das Haus wieder gut besucht. Informationen für die Anmeldung findet ihr auf der Webseite der FH Kufstein. Der Kulturausschuss und die Gemeinde Niederndorf arrangierten vor kurzem die Ausstellung Menschenbilder und wir von Kufstein TV waren bei der Vernissage live dabei. Weitere Kulturhighlights folgen danach in unseren Veranstaltungstipps. Nächste Woche auf QTV? Wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich bei Menschenbilder alles um den Menschen. Von Fotografie über Skulptur bis hin zur Malerei waren verschiedene Kunstrichtungen präsent. Insgesamt 18 heimische Künstler stellten ihre Werke im Niederndorfer Gemeindeamt aus. Und das Drechseln, das hat es ihm besonders angetan. Sein heutiges Objekt, das ist der Theaterrumpler, das ist ein altes Spiel aus Südtirol. Das Besondere ist für mich die Vielfalt, die da römische Künstler an den Tag legen. Dinge, die man oft gar nicht vermutet oder gar nicht weiß, was die Leute da tolles herstellen können. Also wir haben jetzt keinen ausgewählt, wir haben das bei uns in der Gemeindezeitung ausgeschrieben. Und da haben sie sich gemeldet, den einen oder den anderen haben wir, wo wir gewusst haben, die malen, die machen auch was, haben wir noch mal nachgefragt, ob sie mitmachen möchten. Und ja, dann sind eigentlich in kürzester Zeit die alle zusammengekommen. Und total eine super Mischung. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Michael Kapfinger. Für mich ist das Besondere an der Kunst, es hilft mir, mich dabei zu entspannen, abzuschalten, meine Kreativität freien Lauf zu lassen. Ich bin eigentlich von ganz klein auf immer schon kreativ gewesen und seit 10 Jahren tue ich eigentlich mich aufs Malen beschränken. Und ich mache gern Sachen mit Collagen. Ich versuche meine Bilder die besondere Note zu geben, indem ich verschiedene Materialien einsetze, indem ich mit Papier arbeite. Und ich versuche immer, mein Bild nicht ganz fertig zu stellen, dass einfach der Betrachter einfach nur selber ein bisschen das wahrnehmen kann und sich selber nur ein bisschen reinfühlen kann. Jeder kann für sich Kunst schaffen, wie er oder sie will, und das aber auch individuell interpretieren. Lydia, die verbrachte ein Jahr in Minneapolis als Au-pair und im Zuge ihres Gastsemesters an der dortigen Universität, so kam sie erstmals mit Kunstfotografie in Berührung. Mein Werk, das ich heute ausstelle, ist eine Abbildung von meiner Oma. Meine Oma Zilli in unserem gemeinsamen Garten. Es ist ein schwarz-weiß Porträt eigentlich von ihr, wie sie in ihrer quasi natürlichen Umgebung, und zwar in unserem Garten, einfach ganz
locker, luftig darstellt, dasteht, die Wäsche aufhängt. Und genau, das war eigentlich ein Schnappschuss. Und für mich strahlt das Bild sehr viel Leichtigkeit aus, irgendwie die Unbeschwertheit vom Leben und genau ihre jung gebliebene Art, die sie einfach generell hat und in diesem Bild sehr stark ausstrahlt. Das ist in dieser Form noch, glaube ich, 25 oder 30 Jahre eine der ersten wieder. Das, wenn man braucht gerade hinterschauen, wie viele Leute das da jetzt da sind, auch, glaube ich, schreit das Ganze noch Wiederholung. Ich finde es ganz super, dass vom Kulturausschuss das endlich einmal zustande gekommen ist, dass einfach in Niederndorf einmal sie die Künstler präsentieren können und die Umgebung. Die Ausstellung Menschenbilder ist noch bis zum 8. Mai geöffnet. Kunstbegeisterte können sich auf weitere Vernissagen im Gemeindehaus freuen. Am 6. Mai findet zum dritten Mal der Wirtschaftstag in Ebbs statt, organisiert vom Wirtschafts- und Tourismusausschuss der Gemeinde. An diesem Tag werden sich über 40 Ebbser Unternehmen aus Gewerbe, Handel, Dienstleistung, Industrie und Tourismus als Qualitätsbetriebe und attraktive Arbeitgeber präsentieren. Kommt zwischen 9 und 18 Uhr ins Hallo Du in Ebbs oder teilweise direkt in die Betriebe. Neben fachberuflichen Informationen sind tolle Gewinnspiele, attraktive Angebote und kulinarische Schmankerl geboten. Midriff sind zurück. Die heimische Institution in Sachen Hardrock bringt nach einer längeren Auszeit endlich wieder die Bühne zum Brennen. Am 6. Mai ab 20 Uhr rocken Midriff die Kulturfabrik in Kufstein in bekannter Manier. Support erhalten die Langkampfner an diesem Abend von der Garage Rock Band Slicky Nerves und der Innsbrucker Gruppe Electric Superwolves. Karten bekommt ihr unter www.kupfticket.com. Wir haben eine neue Reihe und in Zusammenarbeit mit der Bibliothek, mit der Kubi. Und zwar wird es so sein, dass die machen ja ein interessantes Programm an Lesungen, meistens von aktuellen Büchern. Manchmal bei bestimmten Autoren ist es auch interessant, einmal unabhängig jetzt von der Zeit, eine Lesung von ihm oder von ihr mitzuerleben. Und heuer wird es eine Lesung von und mit Thomas Raab sein. Peter kommt später, heißt ein ziemlich neues Buch von ihm. Und er ist selber auch musikalisch aktiv, also er wird den Abend auch musikalisch umrahmen. Am 58. Jahrestag vom Schützenbataillon Kufstein gewährten die Verantwortlichen einen Ausblick auf das große bevorstehende Fest am 13. Mai. Hier feiert die Schützenkompanie Niederndorf nämlich ein ganz besonderes Jubiläum. Sämtliche Schützen aus der Region freuen sich bereits auf das vollgeladene Programm. Nach 2013 und 2017 findet der Ebbser Wirtschaftstag heuer zum dritten Mal statt. Die Organisatoren informierten im Vorfeld über Intention, Programmpunkte und Highlights. Bei den Ebbser Wirtschaftstagen präsentieren sich 40 in Ebbs ansässige Unternehmen aus den Bereichen Handel, Dienstleistung, Industrie und Tourismus. Interessierte und Besucher kommen beim Hallo Du spannende Einblicke hinter die Kulissen der Ebbser Wirtschaft und jede Menge Möglichkeiten für einen persönlichen Austausch. Ja, der Grund, glaube ich, für diese Ausstellung, für diesen Wirtschaftstag ist wirklich, unseren Betrieben die Gelegenheit zu geben, sich zu präsentieren, aber wirklich auch den Bürgern oder nicht nur der Gemeinde Ebbs, sondern hoffentlich weit darüber hinaus auch die Möglichkeit geben, unsere Betriebe kennenzulernen, Branchen kennenzulernen, ein bisschen die eigenen Wünsche und Fähigkeiten auszuloten und vor allem auch den Betrieben die Möglichkeit gibt, Mitarbeiter zu gewinnen, zu lukrieren. Also ein Highlight ist sicher der BIKTA-Interessenstest, den was die Wirtschaftskammer entwickelt hat. Wir haben vor Ort einen Stand der Wirtschaftskammer, wo die Besucher über Tablets ganz einfach einen recht schnellen Test machen können.
Und dieser Test, da kommt dann ein Ergebnis raus, nämlich ein Interessensfarbdiagramm. Und wir haben die teilnehmenden Betriebe in diese Farben eingeteilt. Das heißt, der, was da diesen Test macht, der weiß dann auch, welche Firmen er besuchen soll oder kann und was zu ihm dazu passt. Wir haben einen sehr großen Branchenmix, wie man ja an dem Pictor-Test sieht, wo es 9 Interessensgruppen gibt und 8 decken wir ab. Vom kleinsten Ein-Mann-Frau-Betrieb mit einer Person sozusagen bis zum größten Betrieb, der in Ipsich befindet, die Firma Dreikon mit ca. 450 Mitarbeitern. Also es ist alles geboten vom kleinsten bis zum größten Industriebetrieb. Also der Hauptpunkt ist da im Hallertour und dann haben wir ein Ruftaxi organisiert. Das heißt, beim Hallertour, beim Infostand stehen Taxis und die bringen die interessierten Besucher zu den Firmen in die eigenen Betriebe. Ein ausführliches Rahmenprogramm und kulinarische Schmankerl laden zum Verweilen ein. Gleichzeitig findet ja am Hallertour an dem Tag der Bauernmarkt statt. So hat man die Möglichkeit, vieles zu nutzen. Bei dem Wirtschaftstag in Ebs wird als erstmalig die neue Jobplattform matchmatch.jobs präsentiert. Das ist eine Plattform eines Ebser Unternehmens. Es gab eine sehr spannende Plattform. Details dazu aber erst dann ab dem 6. Mai. Mein Armer ist ja auch in der Leistungsschau der Ebser Betriebe. Das heißt, es wird jetzt die breite Produktpalette, was Ebs anbietet, wird da präsentiert. Also ist sicher für jeden etwas dabei, vom Häuselbauer oder was die Wohnung einrichtet. Technologien sind dabei für die Interessierten. Und für die Kinder haben wir natürlich auch ein Programm. Wir haben Hüpfbogen, wir haben Kinderschminken. Also ist es uns unnatürlich der freie Eintritt ins Hallertour. Also ist für jeden was geboten. Die Gemeinde versucht, eine gute Grundlage zu bieten, damit die Betriebe da erfolgreich sein können. Und trotzdem versucht man auch, dass man diesen Ausgleich zwischen Wirtschaft, zwischen Gewerbe und natürlich auch den Bedürfnissen und Ansprüchen der Wohnbevölkerung. Das ist ein bunter, großer Mix, der hoffentlich sehr viele Besucher anlockt. Der Ebser Wirtschaftstag findet am Samstag, den 6. Mai von 9 bis 18 Uhr im Hallo-Du und teilweise in den Betrieben selbst statt. Bist du auch dabei? Nächste Woche auf QTV? Ich habe die Guardians gegründet, habe ein Mädchen getroffen, mich verliebt. Sie ist gestorben, aber kam dann zurück. Kam zurück und war echt scheiße. Oh, bitte. Du hast ein paar wichtige Infos weggelassen, aber im Wesentlichen stimmt's. Meine heilige Mission ist es, eine bessere Gesellschaft zu erschaffen. Er wollte nie was besser machen. Er hat einfach nur gehasst, wie es war. Ihr sollt wissen, ich bin dankbar, an der Seite meiner Freunde zu kämpfen. Äschert sie ein. Wir haben immer nach einer Familie gesucht, bis wir uns gefunden haben. Seid ihr bereit für ein letztes Abenteuer? Wir werden gemeinsam fliegen in den unendlichen und wunderschönen Himmel. Wen auch immer du da geliebt haben willst, sie klingt mehr nach ihr. Sie? Total lächerlich. Ganz sicher nicht. Lass den Scheiß! Was denn? Wusste gar nicht, wie schwarz deine Augen sind. Sie wurden von meinem Vater ersetzt, um mich zu foltern. Er hat ein schönes Paar rausgesucht.
Keramiker gestalten Kacheln, Fliesen oder künstlerische Gegenstände aus Ton. Doch immer mehr wird industriell produziert und dieses Handwerk stirbt aus. Wir haben uns mit Keramiker Stefan Sagmeister über diese besondere Kunst unterhalten. Wow, woher hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Kunst der Keramik beruht auf Formgefühl, Kreativität und ästhetischem Empfinden. Wir hatten das große Glück, einen der letzten Keramiker Tirols besuchen zu dürfen. Ich bin der Sagmeister Stefan, seit 37 Jahren jetzt Ofensetzer und Keramiker. Wir sind hier in Absam, in meiner Werkstatt. 100 Quadratmeter. Pure Kachelleidenschaft, sagen wir so. Das Aussterben des Keramikhandwerks lässt sich vor allem auf die Industrialisierung bzw. die maschinelle Fertigung rückführen. Früher war das eben miteinander, früher waren sie viel mehr Allrounder, haben sie selber die Kacheln gebaut und nachher die Öfen gesetzt. Das hat sich mittlerweile ein bisschen gespalten, was schade ist, weil das schon irgendwas Lässigste ist, wenn du deine Kacheln baust und der selber setzt noch. Das ist normal im Kachelnbauen dauert bei 4 bis 6 Wochen. 4, wenn es ein kleiner Auftrag ist, 6, 8 Wochen, wenn es ein richtiger großer Auftrag ist, weil du halt immer nur eine nach der anderen bauen kannst. Den muss wieder rasten, den muss trocknen, das habt ihr heute gesehen. Ich konnte nicht heute anfangen und morgen ist im Brennofen drin, das spielt es bei uns nicht. Und der Faktor Zeit, das ist halt einfach das Entscheidende. Und was jetzt halt auch ist, dass wir wenig Nachwuchs haben und den Nachwuchs, was wir kriegen, den möchten sie halt gezielt einsetzen. Das heißt, nachher stelle ich den halt einfach auf die Baustelle, nachher macht der Ofen. Der erste Schritt ist, ich kriege den Ton in 10 Kilo Hubel. Ja, den muss ich, wenn ich jetzt große Kacheln brauche, die 50 mal 40 hat oder was, dann bringe ich den aus denen nicht aus. Dann muss ich 5 zusammenschlagen und dann mache ich einfach eine große Form. Das schneiden wir mit Draht durch, nachher wird das 2 Tage aufgelegt. Da muss 2 Tage rasten, gleichmäßig durchtrocknen, dann kann ich erst weiter bearbeiten. Dann wird der zugeschnitten, wie ich ihn brauche, versehen mit den Simseln, wie es halt immer ist, wie die Form vom Ofen halt, oder was die Form vom Ofen hergibt. Ja? Und nachher wird das zusammengepickt, dann muss es wieder 2 Tage rasten. Dann werden die poliert, dann wird sie aufgestesselt, muss wieder 2 Tage rasten. Ja, nachher muss die auf dem Brennofen auch, da steht es eine Woche oben, bis es komplett durchtrocknet. Ja, wenn einmal die Kachel so weit ist, dass wir zum Richtung Brennofen kommen, da hat die schon sagen wir, 2 bis 3 Wochen hinter sich, vom ersten Schritt weg. Ja, wenn sie ganz trocken ist, kommt sie im Brennofen rein, wird einmal bei 900 Grad brennt. Ja, 900 Grad, das ist der sogenannte Schrühbrand. Nachher weiß man schon mal, wenn die da ganz rauskommt, hat man gute Chance, dass man sie ins Ziel bringt. Das Handwerk des Keramikers ist eine alte und faszinierende Kunst, die einiges an Fingerspitzengefühl und Präzision erfordert.
mit den letzten 10% von der Arbeit kannst du alles hinmachen. Weil wenn der Glasurbrand hin ist, oder wenn du etwas falsch machst, dann ist das, kannst du nichts mehr flicken. Der kommt aus dem Aufmaß, das ist das eigentlich richtig Spannende. Kommt aus dem Aufmaß, ist gut, oder kommt aus dem Aufmaß und kannst wegschmeißen. Du kannst nichts mehr reparieren. Ja, das ist halt immer der Nervenkitzel. Sag ich auch, wenn ich mit meiner Frau irgendwo hinspeziell sage, ich, ah, schau, da habe ich einen Ofen gemacht, ah, da habe ich das gemacht, ah, da habe ich den gemacht. Gell? Das nimmst du den ganzen Tag mit, oder immer, das nimmst du immer mit. Und wer kann das schon, wer sagt jetzt, ah, da habe ich was gemacht, da habe ich was gemacht. Das sind wenige, glaube ich. Wenn man nach 37 Jahren in dem Job, wenn dich einer fragt, was tust du, wenn du nur mal anfangen könntest, was tust du? Gibt ja viele Möglichkeiten. Als Kind sagst du immer, früher wäre man Polizist, zack, zack, zack. Gell? Aber irgendwo im Laufe der Jahre kennst du noch, welche Jobs auch alles gibt. Und wenn du nach 37 Jahren immer noch sagen kannst, ich mache es nur einmal, glaube ich, dann ist es nicht schlecht. Also ich würde es wirklich wieder machen. Das Ausüben des traditionellen Handwerks belohnt die Schaffenden mit einzigartigen und individuellen Kunstwerken. Ja, ich habe eine Kundschaft zum Beispiel, da ruft mir seit jetzt mittlerweile 30 Jahre jung. Jetzt, mal, wenn du im Herbst den Ofen einharzt, kommt das Telefonat. Ah, heute habe ich das erste Mal den Ofen einharzt, geht halt noch gut. Weißt du, das ist schon cool. Mein Traumofen schaut so aus, A, dass er mal der Kundschaft gefällt. B, wenn die Kundschaft kochen wünscht, bin ich natürlich nur mal erfreuter. Wenn er nachher noch sagt, er will einen Grundofen, der was lang speichert, die Wärme so, wie man es früher gehabt hat, der Ofen einmal heizen, den ganzen Tag fein warm, nachher war ich happy. Das war mein Ofen. Im Endeffekt geht es immer um das, dass die Leute mit dem eine Gaudi haben. Na, passt für uns auch. Wenn du dich für Kunst, Handwerk und kreative Gestaltung interessierst, dann ist die Lehre zum Keramiker die richtige Wahl für dich. Das war's mal wieder mit den Neuigkeiten aus der Region. Nächste Woche geht's weiter mit Teil 2 unserer neuen Serie Kufstein Steinalt und weiteren spannenden Beiträgen. Bis dahin alles Gute, euer Albin Winkler. Von der Region. Für die Region.